Was geht's denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Vegetarian zurück bei Let's Play Mario & Rabbids Kingdom Battle. Hui, was erwartet uns denn hier? Feines. Kapitel 7 haben wir jetzt auch abgeschlossen. Jetzt brauchen wir dann. Begeben wir uns zum 8. Kapitel von den schaurigen Pfaden. Es gibt hier wieder rote Münzen. Ich muss jetzt nur mich ein bisschen hier orientieren, bevor ich die Münzjagd anfangen werde. Also mit der Münze anfangen werde. Und da geht es dann schon zum nächsten Kapitel hier. Na denn? Holen wir uns jetzt die roten Münzen. So. Ich erwarte natürlich wieder eine Herausforderung. 4. 5. So, hier. Hier sind sie. 6. 7 und... Okay, das war jetzt mehr als einfach. Sekunde, was ist denn da? Er hat mir zwar Angst, aber wie konstant dieser Kürbis von mir Kettennot geschnitten wurde, ist beeindruckend. Das ist wahr. So, aber jetzt holen wir uns erstmal hier. Und so eine weitere neue Waffe. Brünnhilde für Peach. Lass wir deine Gegner in den letzten Vorhang fallen mit einer explosiven Arie aus dem Mund der dieser aggressiven Allstimme. Ja, natürlich muss es wie eine Walküre geformt sein, das Entchen. So, Kapitel 8. Und wieder mit der Cutscene. Was ist jetzt hier los? Boah, ein Friedhof, das ist immer zu kalt und feucht und leider müssen wir genauer dorthin. Allerdings bin ich verwirrt, das einzig Interessante hier ist der Uhrturm auf an Seite des Friedhofs. Ja, ein Friedhof, selbstverständlich. Bei schaurigen Farben, das passt ja voll. Ich könnte uns dabei helfen, den Mond in derselben Nacht aufgehen zu lassen. Das ist die Frage. Die können wir gern beantworten. Wieder eine Statue hin. Alter, was war das jetzt? Oh, Friedhöfe, ja. In Horror-Szenarien ist es nicht gerade beliebt. Muss man ehrlich sagen. What the? Nein. Oh, ich vergesse es immer, dass man dann wieder das Kapitel verlässt. Oh, aber das kommt immer so plötzlich. Das ist mich erschrecken, muss ich. Wie ist denn da jetzt reingeraten? Wenn sich der Rabbit eingestehen, dass ihr Körper birnenförmig ist, würden sie wesentlich seltener verstecken. Ja, wir sprechen ja von Rabbits. Ey. Ja, ich wollte jetzt nicht wieder mit denen. Ich wollte hier mir nur die Statue holen. So. Da gibt es wieder einen kleinen Schatz. Zeig mal her. Oh, es ist wieder ein Artwork. Gruselig kleiner Platz. Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Siehst du im Museum an. Ja. Machen wir mal vielleicht irgendwann. Bin nicht sicher, ob ich hier die 100% machen möchte. Weil wenn ich dann erstmals die Bonusbereiche aufsuchen werde, werde ich unterwegs natürlich auch die Bereiche erkunden, die ich vorher nicht erreichen konnte. Ohne die gewissen Fähigkeiten. Also ohne gewisse Fähigkeiten. Okay. Oh mein Gott. Ach, je. Ein weiterer Kampf. Und das... Oh. Ich muss von A nach B. Alter, das ist ja weit entfernt. Da muss ich hin? Wie soll ich das denn anstellen? Und wer stellt sich dabei uns in den Weg? Also durch Röhren. Natürlich Hopser und Walküren. Und Buhus kommen natürlich auch noch. Ja, die Buhus, die könnten uns jetzt extreme Probleme bereiten. Weil die könnten die. Man weiß nicht, wo sie uns hin teleportieren. Wo sind denn noch Gegner? Hier. Achso, das sind eh dieselben. Hä? Es sind echt ein dieselben Kombis verteilt. Pff. Vier Gegner, also warten wir uns schon mal.
Was können da wieder welche nachkommen? Weil bei sowas respawnen immer neue. Ich würde schon sagen, respawnen. Hier sind die Buhos. Die sollten wir tunlichst meiden. Wir müssen es auf jeden Fall hier rüber schaffen. Ich muss jetzt mal gucken, welchen Pfad sollten wir da am besten nehmen. Gesundheit. Gesundheit. So. Ich hoffe, das Niesen hört jetzt auf. Sorry, Leute. Wie mache ich das jetzt? Welchen Pfad nehme ich da jetzt? Entschuldige mich mal kurz. So, jetzt darf es weitergehen. So. Das führt aber zu einer Sackgasse, wenn ich mich nicht vergucke, ne? Ach nein, hier. Hier ist eine Röhre. Die führt hier hin. Die Röhre führt. Nein. Die sollte man hübsch umgehen. Das wäre ein Ort für Luigi. Ja, schade, dass da die ganzen Buhos sind. Was ist eigentlich hier? Diese Richtung. Man kann ja selbst entscheiden, wohin man gehen möchte. Das kommt mir etwas kürzer vor. Ich nehme den linken Weg. Ja. Jetzt war. Und los. Da kann ich hier rüber und den Gegnern schon mal eine verpassen mit meinem Hammer. Das wird ordentlich wehtun. Was würde das lieber Rabbit Mario überlassen? Ja, Rabbit Mario. Ich meine, komm, da schadet er noch mehr mit den Gegnern und zwar gewaltigst. Haha. Da geht er noch mehr ab wie ein Zäpfchen. Haha. Ich sag's ja. Dazu noch die Schrot oben drauf. Ja, da ist schon wieder Hopser weg. Okay, dann darf jetzt Mario hinterherkommen. Okay, ich habe mich hier irgendwie verrenkt, wie es scheint. Na schön. Da kommt er hier rüber und... Ne, dann wäre die aus der Reichweite. Das will man natürlich, das will ich natürlich nicht. So. So. Und jetzt. Hasta la vista, Baby. So viel mal dazu. Ah, aber jetzt ist Rabbit Luigi zu weit entfernt. Der kommt nicht in die Röhre rein. Na schön, da setzt mein Wächter ein zur Sicherheit. Mehr kann ich nicht machen. Ah, die Buhos. Wohin verteilen sie sich denn? Oh. Natürlich, das hätte ich erwarten müssen. Aha. Na klasse. Die schaffen es also tatsächlich doch zu mir. Was zum... Los, Vector! Schafft das tatsächlich darüber, dieser Spast? Marade. Wenn ich dich in die Finger kriege. Oh, Moment. Ich könnte. Ah. Verdammt. Das wird auch nichts. Na schön, aber hier. Das wird dann ordentlich wehtun. So, wir sind die Buhus, die sind hier. Da scheint dann auch gleich der nächste Gegner. Soll ich da rein? Und dann herunter? Nö, das bringt ja überhaupt nichts. Am besten... Sollte ich die Valkyrie... Nein, was ist das für ein... Das ist ein Hopser.
Besten sollte ich den Hauptsack gleich erledigen. Ich hoffe jetzt nur, der Buhu wird mich jetzt nicht besessen. Ich glaube mal nicht. So, bam. Okay. It's a you, Mario. Machst du ihn fertig? Ich hoffe dann, dass der Buhu jetzt da nicht Mario besessen wird. Das wird bloß wegbleiben. So, und tschüss. Achso, ja. Richtig, das muss auch noch sein. Duck dich, Rev Mario. Und tschüss. So. Ah, jetzt hat er ihn übernommen. Das war klar. Blöder Buhu. Wohin bringt er ihn? Hierhin. Klasse. Den Gegner sollte er wegteleportieren. Oh oh. Das ist ausgerechnet einer von denen. Ja, der lockt mich näher. Aua. Oh nein, da kommt sie. Heilige Scheiße, sogar mit einem Sprung. Jetzt bin ich von den anderen komplett abgeschnitten. So wird das nichts, ich muss hier weg. So. Gibt ja zum Glück einen Weg hier. Der Buhu ist hier nicht, also könnte ich mich darüber begeben. Aber da tauchen halt bestimmt. Doch, nee, die nächsten Gegner wieder auf, ne? Was? Ich wollte nach unten! Was? Wieso hat er mich wieder? Ich hab das Feld nicht berührt, wo er ist, oder? Scheiße. Jetzt wird er mich wieder irgendwo hin teleportieren, wo ich nicht möchte. Muss er diese Rohre nehmen. Aber dann hänge ich hier fest. Es gibt's auch nicht. Ich muss also hier rüber. Muss irgendwie hier rüber gelangen. Wo ist eigentlich Rabbit? Luigi. Der könnte mir ja dabei helfen, rüberzukommen. Nein! Oh, ich wollte die Röhre finden. Scheiße! Ich kann den Schritt nicht mehr zurücknehmen! Ach, Mann! Dabei wollte ich das doch nutzen, um da... Ach, verdammte Scheiße nochmal. Um da rüber zu gelangen. Es bringt nichts, die Gegner kommen dann sowieso. Was ist überhaupt das für einer? Egal, was ich mache, die Gegner werden es dann auftauchen und dann habe ich den Salat. So, der Buhu sollte bloß wegbleiben, ne? So, ich müsste, ich hätte mich weiter bewegen müssen an der Stelle. Ja, mein Fehler. Wo reicht das? Es bringt nichts. Und ich bin auch blöd. Warum tue ich das eigentlich? Ich kann jetzt mit niemandem was machen. So. Ah, da, das geht aber jetzt. Nein, sehe ich das immer noch blockiert. Ah. Okay, oh, ich hoffe mal, dass jetzt nicht schief gehen wird. Die Buhus bringen jetzt Rabbit Mario wieder sonst wohin. Und zur Walküre direkt.
Und ja, natürlich, ihr müsst den auch noch hierhin teleportieren. Spasten. Oh je, das wird nichts, das wird wehtun. Ah, Mario, natürlich. Alter Schwede, was? Alter Schwede, was zum... Er ist noch am Leben? Mario ist natürlich wieder kurz vorm Verrecken hier. Ich muss hier weg? Wo ist eigentlich Rabbit Luigi? Der muss ihm dabei helfen, wieder Energie zu bekommen. Das Blöde ist, wenn die vom Buhu besessen sind, dann... Das ist ein Problem. Dann... Wenn ich sie besiege, dann wird der Buhu... Dann nimmt sich der Buhu mich vor. Das ist das Problem. Ah, oh, wieso? Scheiß Buhu. Hm. Dann gehen wir mal hier rüber. So, einmal hier ein bisschen Schaden machen. Ich glaube, das schaffe ich so jetzt nicht. Ah, blöder Buhu! Okay. Auf Vampir gestellt. Das bedeutet, Mario kann jetzt was machen. Kann ich mich da unten bewegen da? Warum nicht? Da hoch? Da runter? Was? Wieso reicht das nicht aus? Ist es euer Gott, verdammt, Ernst, ich wollte einen davon zum Springen verwenden. Ach man, jetzt kann ich ihn nicht als Sprung für den Sprung hernehmen. Naja, kann nichts machen, ne? So, mache ich alle mal stärker. So, wow, nice. Hat er jene MKB zurückbekommen. Ach nö. Voll verfehlt, ey. Müssen wir den Schaden mindern. Okay. Da landet Rabbit Luigi. Und da landet der Hopser, immerhin wurde er entfernt. Da landen die beiden also. Oh je. Da kommt der nächste von denen. Ah, da kommt eh sowieso wieder hierher. Ach, da will sich zu dem Bild geben. Shit. Alter! Oh Mann! Es kommen immer mehr von denen. Mario, es liegt an dir, das Ziel zu erreichen. So langsam aber sicher.
Wo muss ich dafür hin? Ja, richtig hier lang, aber... Ah, die anderen sind so weit wieder weg. Zu weit weg dafür. Ja, der Buhu steht aber auch ganz klasse hier. Den kann ich bestimmt nicht vermeiden. Keine Chance dafür. Mario ist wirklich jetzt gerade nicht gut positioniert für alles. Ja, hier will ich ja auch nicht rüber. Ich will darüber. Der Buhu ist aber auch wirklich blöde positioniert. Man kann ihn dann nicht vermeiden. Das ist echt ein heftiger Kampf. Den zu schaffen ist echt schwer. Da kommt dann wieder der Buhu. Man kann ihn gar nicht vermeiden. Jetzt hätte ich mal meine Chance nutzen, um Mario irgendwie zu helfen. Ganz egal wie. Hauptsache, ich kann ihm irgendwie helfen. Um weiterzukommen. Okay, immerhin. Schönen Schaden zugefügt. Ja, da ist er natürlich, dieser kleine, fiese Spacko. Ich komme da nicht rüber. Das war so klar. Dann kann ich mich vor die Röhre begeben. Ach, das kann ich ja auch nicht, natürlich. Ja, warum sollte ich auch das können, hä? So, der Buhu soll bloß wegbleiben. Ach, kann ich den... Oh, ja, richtig. Sehr schön. So, dann aktiviere ich mal Wächter. Kann ich ihn bis zu zweimal verwenden. So, einmal Vampir. So, hier rüber. Da hoch. Da runter. Und dann. Ja, ist auch eine 50%ige Chance. Aber halt, ich kann ja die Kanonen. Ich kann ja die Bazooka nutzen, dann könnte ich den Geist auch loswerden. Oh nein! So, der teleportierende Quäker ist auch schon mal weg. Vom Fenster. Ja, mehr geht nicht. Blöden Buhus. Ja, wieder zurück zum Anfang befördern, selbstverständlich. Und hier zu den Gegnern. Natürlich. Aber Rabbit Luigi. Oh Mann. Alter, Critical Hit. Er will sich unbedingt zu uns begeben. Au! Oh Mann! Das war's mit Rebel Luigi, der wird untergehen. Der überlebt das nicht. Shit. Lass ihn in Ruhe. Dankeschön. Aber gut, das ist jetzt deine Chance, dich zu rächen, mein Freund. Und zwar gewaltigst. Den kannst du es jetzt zeigen. Den kannst du jetzt zeigen, wo der Hammer hängt. Naja, obwohl, ich will jetzt in meiner Zeit nicht mit den Gegnern hier verschwinden. Ist auch von Buhu besessen.
So. Zack. Ah, nein! Da hat mich der Buhu schon wieder. Der lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Der dürfte mich eigentlich nicht erwischen. Ja, was? Ich war an ihm vorbeigegangen. Hä? Was wollen die denn jedes Mal? Verdammte Kacke nochmal. Ich glaube, ich brauche hier zu viele Züge, um das Ziel zu erreichen. Je. Ja, direkt zum Hopser. Shit, ja, das war's. Auch noch vom Buhu erwischt. Oh shit, nein, er ist down. Au. Ja, nee, ist klar. Ach nein. Das nützt mir überhaupt nichts, wenn ich das Ziel erreiche. Jetzt habe ich voll verkackt hier. Die Schlacht haben wir gewonnen, aber gerade mit einem okay. Zu viel Züge. Ja, nee, da kriege ich gar nicht. Da kriege ich wirklich zu wenig. Insgesamt nur 900 Münzen. Ich hätte mir... Ach, ich hätte mir jetzt gleich zwei neue Waffen kaufen können. Jetzt kann ich nur eine kaufen. Schlecht. Sehr schlecht. Was soll ich machen? Interessant, diese Verrichtung scheint mit dem Votum verbunden zu sein. Ist das ein Rätsel? Was? Oh, schon wieder so ein Laserrätsel? Als sehe ich das doch, das ist nicht bloß ein Laser, das ist eine riesige Taschenlampe. Kuckuck, Kuckuck. Genau, mit dem Zurückdrehen der Uhr den Mond vielleicht wieder in den Himmel zurückzwingen, hört sich genau nach der unsinnigen Rabbit-Logik an, die in das Pitzkönigreich eingedrungen ist und ist daher vermutlich ein Versuch wert. Ja, das sind die Rabbits, hinterfragt das nicht. Ja, wenn euch trotzdem, es euch trotzdem so gefallen, was ihr trotz dieses Fails, dann bitte es zu bestätigen, lasst einen Daumen nach oben und Kommentare nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja. Yeah. Crush for the Wicked hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Mario Rabbids Kingdom Battle. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.